Hallo und herzlich willkommen zu Rise of the Tomb Raider mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Und in der letzten Folge haben wir hier aber sowas von gründlich aufgeräumt. Und hier muss ich jetzt hin. Und ich befürchte, wir haben immer noch nicht... Sag mal, warum nimmst du das nicht? Das wollen wir nicht. Wir haben ja immer noch nicht die Wächter gesehen. Oder sind ihnen begegnet. Und ich fürchte, die kommen noch auf uns zu. Hier haben wir aber auch andere Munition, ne? Muss ich denn mal mit der... Finden Sie einen Weg raus, ja. Oh nein. Schwefel. Hier kann alles in die Luft gehen. Nichts wie weg. Muss noch hier sein. Ausgänge sichern. Wir müssen das Paket zurückholen. Hier, hab sie gefunden! Da sind sie. Rechte Maustaste halten. So, jetzt. Wir brauchen... Stopp! Das war's. Her mit dem Atem. Was soll ich denn jetzt machen? Leer... Nein! Oh, scheiße! Ich wollte nicht überspringen. Neue Ausrüstung. Atemgerät erhalten. Ah, geil. Ich hab nicht auch... Scheiße, das wollte ich nicht. Ich dachte, ich muss auf die Leertaste drücken, um da rauszukommen. Jetzt können wir... Wenn wir hier rauskommen, irgendwann mal... Ich bleib unter Wasser... Da waren sie, die Krieger. Das ist einer. Nee, das ist keiner von denen. Hier kann ich raus. Ich will nicht raus! Okay, das dürfte mein Ausgang sein. Die Statue ist instabil. Wie es aussieht, muss ich griechisches Feuer benutzen. Finden Sie einen Weg raus. Ja, ich weiß. Nur noch die restlichen Stützen beseitigen. Ich trau dem Frieden nicht. Hier ist wieder so ein Frittierter. Die restlichen Stützen. Gibt's hier eigentlich einen... Finden Sie einen Weg, ja. Ist da was? Läuft da wer? Das sind Ratten, ne? Ja, da hatte ich ja lange nicht mehr nachgeschaut. Hier scheint auch ein Lager zu sein. Habe ich das übersehen? Oder ist das dahinter? Ach, hier! Ah, Waffen-Upgrade. Waffen-Upgrade ist... Maus ist immer gut. Gleich für die Schrotflinte, weil ich die, glaube ich, jetzt gut gebrauchen. Massgefertigter Auslöser, höhere Schussfrequenz, reibungsloser, reduziert den Staubverein, schneller sind anwendbar bei allen. Oh, Nachladegeschwindigkeit, Schussfrequenz, Schaden. Ich geh mal auf Schaden. Ich weiß, dass ich sie nicht töten kann, aber ich denke mal, wenn die brennen... Das wollte ich gar nicht. Gefällt ihnen das auch nicht so gut? Denn wir werden ihnen ganz bestimmt noch begegnen. Wie soll ich denn... Da sind die anderen Stützen. Ich habe noch keine Idee.
wie wir die beseitigen sollen. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Ach, das habe ich alles schon. Also ich bin voll. Ich bin so voll. Lara kämpft, spielt immer nur voll. Also ich kann wieder nur sagen, auf hohe Texturen verzichten. Hohe Einstellung für die Textur, meine ich natürlich. Da liegen Münzen. Komme ich da irgendwie hin? Bestimmt von der anderen Seite, ne? Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Da ist was drin. Da kommen sie raus. Jetzt bleibt das da hängen. Damit ist die Barriere Geschichte. Das sollte den Weg etwas frei machen. Gut. Ah, Mist. Ich muss es vom Feuer fernhalten. Vielleicht kann ich es irgendwo befestigen. Ach, scheiße. Welches Feuer? Ah, dann geht's genau da rein. Wenn ich das Wasser irgendwie nutzen könnte. Ich müsste... Aha. Komm ich hier hoch? Warte mal. Schauen wir mal. Ich muss bloß auf die andere Seite. Ich muss es vom Feuer fernhalten. Vielleicht kann ich es irgendwo befestigen. Die Kirche des Westens hat ihre Gesandten geschickt. Selbsternannte Soldaten Gottes. Die Ritter des Trinity-Ordens. Sie wollen den Propheten zum Schweigen bringen. Seine Blasphemie beenden und unsere Bewegung ausmerzen. Aber es ist zu spät. Wir lassen uns nicht zum Schweigen bringen. Jeden Tag kommt es im Forum zu Gewaltausbrüchen. Der Prophet weiß, dass wir ihnen nicht gewachsen sind. Daher müssen wir Konstantinopel verlassen. Wir werden in die Wüste gehen, um neu zu beginnen und das Werk des Propheten fortzusetzen. Damit ist auch erklärt, was Trinity ist. Tatsächlich Gotteskrieger. Ziemlich alte sogar. Hier ist eine Treppe. Warum benutzen wir die nicht? Noch haben wir sie. Ja. Hier komme ich wohl noch nicht weiter. Ich muss es später versuchen. Auch ich nicht. Da kann ich mich rüber begeben. Und mal probieren, ob das geht. Oh, 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 das war nicht geplant. Das funktioniert? Das funktioniert? Ja, es schwimmt genau dahin, wo es hin soll. Bist du gleich da? Eine Stütze ist noch. Nur noch ein Pfeiler übrig. Okay. Warum lassen die uns hier gewähren? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Oh, Nase juckt, Nase juckt. Ah, so, jetzt konnte ich endlich mich damit... Ja, 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 ja. Hm.
Das bringt aber nichts so. Die muss ich irgendwie anders umleiten. Nochmal. So. Oh. So geht's auch. Oder? Nee, da lässt sie sich gar nicht von abbringen. Die Büchse. Dann muss ich mal weiter gucken. Ist da hinten noch so eine Vorrichtung? Könnte sein, ne? Komme ich da hin? Das weiß wohl keiner so genau. Das andere wäre ja auch zu einfach. Aber das kriegen wir schon raus. Huch! Wir werden uns da hinten mal hinbegeben. Noch haben wir ja hier unsere Ruhe, so wie es ausschaut. Noch. Hier, das brauche ich. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Ja. Da ist so ein Ding zum Rauszehren. Hier irgendwas machen? Was ist jetzt passiert? Ich weiß es nicht. Mehr Gefäße mit griechischem Feuer. Es sind so viele. Ich könnte versuchen, das rüberzuziehen oder ins Wasser zu ziehen, aber ob ich denn da hier durchkommen, das weiß ich nicht. Das funktioniert dann nicht mehr. Was passiert eigentlich, wenn ich... Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Ich kann hier dran drehen. Dann macht das irgendwie Krach und das war's denn. Wie kriegen wir... Das Feuer muss dahin, zu diesem Pfeiler. Komisch. Die
Die Gefäße müssen sich doch irgendwie am Kran befestigen lassen. Das soll ein Kran sein? Aha, dann habe ich schon eine Ahnung. Holen wir uns den mal dicht daran. Dann stelle ich mich mal jetzt hier direkt davor. Ein Kran. Oh, beinahe wieder. Das soll ein Kran sein. Hängt es jetzt dran? Oh, jetzt hängt es unten drunter. Kann ich ihn noch bewegen? Wir brauchen noch ein zweites. Als Gewicht. Oh, ich wollte schon wieder hier runterspringen. Nein, geziehe und gezehre. Ich habe mich verdrückt. Jetzt haben wir es erstmal hier. Oh, schnell! Wie kriege ich das jetzt dahin? Aha, dann kullert es. Gut. Ich muss mich auf eine andere. Ja, toll. So weit kann ich mich nicht wegstellen. Ich guck mal, ob ich hier irgendwie eine Möglichkeit finde. Hier gibt es noch mehr zu tun. Ja, ich weiß. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Da komme ich nicht hin. Jetzt muss ich irgendwie das Fass da runterkriegen. Geht das vielleicht? Und jetzt hier so? Das ist vielleicht einfach von alleine rein, Colette. Wie jetzt zum Beispiel. Kuller rein. Bitte. Ja. Gut. Oh. Sein, dass diese. Da sind sie! Oh Gott! Lauf! Ah, ich hab's zu spät gesehen, ich war zu gierig. Also eine Flucht! Oh Gott! Ja, oh Gott! Nicht aufhören zu laufen! Das ist ja das Problem, sie bleibt bei jeder kleinen Kleinigkeit, hört sie auf zu laufen und bleibt stehen. Oh, scheiße. Tut mir leid. Ich hätte dann nochmal den Dings vielleicht benutzen sollen. Nochmal E drücken sollen. Oh Gott. Du hüpf doch.
Ich hau hier auf meine Space-Taste rum. Na, nun komm! Ja, das war eine gute Idee. Kletter hoch, kletter hoch, kletter hoch. Kletter hoch. Ah! Ich war zu langsam. Na, das kann ja heiter werden hier. Du lauf doch mal, Mensch, dass sie immer denn gleich stehen bleiben muss. Nervig. Komm. Das macht sie nicht. Es bringt nichts. Es bringt absolut nichts. Ich weiß nicht, warum das da weiß ist. Also zweimal auf die Space-Taste drücken bringt nichts. Da klettert sie dann nicht hoch. Wahrscheinlich hört man mein Geklapper auf der Tastatur. Oh, jetzt schaffen wir es. Lauf, 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 lauf. Lauf, guck doch nicht nach hinten. Wo muss ich denn jetzt hin? Bitte, das fängt jetzt bestimmt wieder auf der Statue an. Nein, fängt es nicht auf der Statue an. Das ist gut. Ach, hier! Oh nein, nein! Nein, nein! Schneller! Hochklettern! Hoch, 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 hoch! Hoch! Ich drück doch hoch! Oh, Scheiße. Oh nein. Das muss so. Ich hab hier auf dem Stuhl hin und her gewippt. Also. Jacob, ich hab's geschafft. Den hat sie doch jetzt verloren. Lara, Gott sei Dank. Es geht Ihnen gut. Bringen Sie den Atlas zu mir in unser Observatorium in den Bergen. Schon unterwegs. Wir haben jetzt das Atemgerät. Wir können jetzt tauchen ohne Ende. Wenn wir bloß wüssten, wo wir hin müssen. Da lang. Ich nehme mal an, da lang. Boah, das war aufreibend. Ich sage ja, in solchen Jump-and-Run-Sequenzen bin ich nicht so gut. Ja, die Wächter haben versagt. Ich glaube auch noch nicht, dass das vorbei ist. Aber eins steht fest. Oh, Münzen? Münzen! Ja, sie musste jetzt wieder die Haare richten. Die Folge wird schon wieder länger. Aber ich möchte hier noch gerne raus. Oh ja! Das ist eine rote Armeekiste. Sehe ich jetzt erst. Schwere Pistole, ja. Hier ist noch was zum Lesen. Dies erinnert an den Aufbau einer großen Stadt. Kitesh. Okay. Eigentlich hätte ich jetzt erwartet, dass wir... Lara! Lara! Bist du da oben? Jonah, bist du das? Kleiner Vogel! Du bist am Leben! Ich wusste es! Mein Gott! Jonah, was machst du hier? Wo bist du? Ich bin hier oben in einer Art Festung. Du kannst Jacob dafür danken. Seine Leute haben mich halbtot in der Tundra aufgelesen. Ich kann's nicht glauben. Du bist mir gefolgt. Jonah?
Ist das so schwer zu glauben? Ich sagte doch, ich halte den Rücken frei. Ich konnte dich nicht im Stich lassen. Ich bin auf dem Weg zu dir. Bleib einfach, wo du bist. Genau das hatte ich vor. Sei bloß vorsichtig. Wartet mal. Voll. Gut. Das war Jonah. Ich möchte noch gern hier raus. Das möchte ich noch gern schaffen. Irgendwie ein Lager oder sowas. Geothermales Tal. Wir sind draußen. Habe ich hier keine Karte? Ja, wir haben hier eine Karte. Hier ist ein Eingang, da ist ein Ach, da oben sind wir. Alles klar. Hier sind wir. Und da ist das Tal. Hier muss noch eine Krypta sein. Gut, dann würde ich sagen, dann speichere ich jetzt mal hier oben und ich hoffe, dass das beim nächsten Mal dann klappt. Und wir sehen uns dann in der nächsten, ich mache nochmal ein Foto, in der nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.